Hallo liebe Hofer, heutiges Thema Verweilinseln. Es gibt Grundregeln, Menschen treffen Menschen, nicht Möbel oder Säle. Und es gibt ein Resonanzgesetz. Menschen passen sich immer der bestehenden, vorherrschenden Grundstimmung an. Sie harmonisieren sich. Das sieht man, auf der Beerdigung sind alle traurig und im Musikkonzert sind alle fröhlich und ausgelassen. Aber es gewinnt immer die stärkste Resonanz und die müssen wir sein. In der Kirche sind Kirchenbänke, Menschen kommen aber zur Marktandacht. Am Fußballplatz gibt es Sitzschalen und Stehplätze, Menschen kommen aber zum Fußballspiel. Das Stehcafé, die Möbel müssen funktionieren, aber Menschen kommen doch nicht wegen der Möbel. Design folgt immer der Funktion. Dann würde ich das Ganze in einen übergeordneten Handlungsrahmen packen. Hof braucht einen übergeordneten Handlungsrahmen. Beginnen wir klein. Wenn Hof eine fahrradfreundliche Stadt werden will, so ist das Teil eines übergeordneten Handlungsrahmens. Und wir wollen die Ludwigstraße unterstützen. Wir könnten auf die Idee kommen, eine Fahrradinsel zu installieren. Eine Fahrradinsel in der Ludwigstraße. Welche Funktion müsste diese Insel erfüllen? Einen Fahrradladen gibt es nicht mehr, aber es gibt einen Outdoorladen, in dem Bereich sogar mehrere. Nehmen wir den Standort für die Verweilinsel Fahrradinsel vor dem Outdoorladen. Ich würde große Bügel, ähnlich wie an der Stadtbücherei oder am Untersee, anbringen. Diese passen für jeden Fahrradrahmen und sind preiswert. Dahin gehört eine kleine Servicestation. Denken Sie an die Skigebiete, das sehe ich auf einem Snowboard, wo man die Ski ablegen kann, an Ketten angebrachtes Werkzeug, wo man die Schrauben, die vielleicht lose geworden sind, wieder festziehen kann. Und für dieses Fahrrad gehört natürlich eine Luftpumpe dahin und eine E-Bike-Ladestation und vielleicht ein Automat für Fahrradschläuche. Und nach der Reparatur hat man schmutzige Hände. Man braucht einen Waschplatz. Und wenn da Trinkwasser rauskommt, kann man im Sommer die Radflasche damit füllen. Weiterhin haben Fahrradfahrer das Problem mit ihrem Gepäck. Wenn sie ins Café gehen wollen oder einkaufen, muss das Gepäck irgendwo hin, es ist zumindest lästig. Also würde ich Schließfächer anbieten. Das könnte auch den Fahrradtouristen anlocken, in der Stadt zu verweilen, weil er sein Gepäck dann sicher unterbringen könnte und könnte in aller Ruhe durch die Stadt schlendern und vielleicht auch noch was verzehren. Wir können diese Ideen weiterspinnen. Und Sie werden feststellen, wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, fällt Ihnen noch ganz viel dazu ein. Machen Sie eine Werbeplattform für die Fahrradläden und vielleicht gewinnen wir darüber Sponsoren. Das Ganze ist musterbildend. Das Thema Fahrradverweilinsel ist ja nur ein Beispiel. Nehmen Sie irgendein anderes Thema, suchen Sie sich eins aus und machen Sie sich mit diesem Muster, das ich vorgeführt habe, Gedanken und Sie werden feststellen, es passiert etwas Wunderbares und das ist die Basis für die erfolgreiche Fahrradinsel und für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Stadt. Aber was eben auch wichtig ist, ist der übergeordnete Handlungsrahmen, hatte ich am Anfang angesprochen. Und das kann man noch viel größer spinnen für ganz Hof. Im Zentrum Deutschlands und Europas folgt in einem der nächsten Videos. Jede weitere Insel sollte genauso eine eindeutige Funktion besitzen, damit man die Menschen anlockt, die man haben möchte und nicht die, die man nicht haben möchte. Wenn wir nämlich einfach nur Sitzmöbel aufstellen, kommt wer will. Das haben wir gesehen. Zum Thema Resonanz und Harmonie können Sie in Kapitel 37 nachlesen. Vielen Dank, lieber Hofer. Erfolg ist kein Zufall. Dieter Past.